Hallo, liebe Kinder, liebe Schüler der Klasse 1, ich grüße euch recht herzlich. Ich weiß, ihr werdet genauso wie ich jetzt lieber in Haubinda und würdet bei uns im Klassenraum sitzen oder stehen und würdet gerne mit euren Klassenkameraden lernen. Aber da das leider jetzt nicht möglich ist, möchte ich halt mit diesem Video mit euch zusammen lernen. Ich freue mich, dass es eure Eltern, Geschwister, Omas, Opas übernommen haben, mit euch die Aufgaben zu lösen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme einfach mal ein Video auf und möchte damit eure Eltern oder alle, die euch unterstützen beim Lernen, auch etwas unterstützen und behilflich sein. Zu mir ist ein Zauberer gekommen, ein Zauberer mit seinem Zylinder. Dieser Zylinder ist ganz leer. Schaut ihn euch an, er ist leer. Nichts darin. Ich drehe ihn um, ich habe nichts in meiner Hand. In diesem Zylinder verschwinden. Eins, zwei, drei Hasen. Übrigens, wer kennt noch den englischen Begriff für Hasen? Überlegt mal. Sagt's euren Eltern dann. Hase? Wie hieß es Englisch? Okay, jetzt wieder zurück zu meinem Hasen. Natürlich möchte ich diese Hasen verzaubern. Brauche einen Zauberspruch. Simsalabim. Hokus pokus. Dreimal schwarzer Karte. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich ziehe aus meinem Zylinder plötzlich. Nicht mehr drei, sondern eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Hasen heraus. Ihr seht, ich kann zaubern. Aus meinen drei Hasen sind sechs. Wir sind ja bei Mathe. Und die Matheaufgabe dazu heißt natürlich, jeder sagt es schon mal, natürlich 3 plus 3 ist gleich 6. Ich habe also meine Hasen verdoppelt. Aus 3 plus 3 sind 6 geworden. Also 6. Das Doppelte von 3 oder das Doppelte von 3 ist 6. Soweit schon mal gut. Ich habe zwei Türme gebaut. So wie ich hat jeder zu Hause Klopapierrollen. Zwei Türme aus 2. Jeweils 2 Klopapierrollen. Wenn ich diese 2 Türme aufeinander stelle, sind sie auf einmal doppelt so hoch. Also aus 2 plus 2 sind insgesamt 4 Klopapierrollen geworden. Ich habe meine Menge von 2 Rollen verdoppelt. Die Aufgabe dazu kann jeder sagen. Ja. 2 plus 2 ist gleich 4. 4 ist das Doppelte von 2. Das Doppelte von 2 ist 4. Super. Ich habe bei mir zu Hause Äpfel noch gefunden. 3. 3
Äpfel sind in dieser Kiste. Was muss ich tun, wenn ich diese drei Äpfel verdoppeln möchte? Überlegt erst, was muss ich tun? Genau, ich muss noch drei dazulegen. Eins, zwei, drei. Ich habe also meine Menge von drei Äpfeln verdoppelt auf sechs Äpfel. Sechs ist das Doppelte von drei. Oder drei, das Doppelte von drei ist sechs. Die Aufgabe dazu natürlich heißt, wieder 3 plus 3 ist gleich 6. Ihr sprecht mir bitte nach. Das Doppelte von 3 ist 6. Alle, das Doppelte von 3 ist 6. Ihr sprecht mir weiter nach. 6 ist das Doppelte von 3. Jetzt ihr, 6 ist das Doppelte von 3. Super. Das hat schon sehr gut geklappt. Bis gleich.